Hallo und willkommen bei Baker Man is Easy. Gemäß dem Motto, jeder kann backen und kochen, machen wir heute was Vegetarisches. Wir machen kalorienarmes Tzatziki, wir nehmen keine Sahne, wir nehmen Joghurt dazu. Und dann machen wir noch ganz tolle Foliekartoffeln, da zeige ich dir den einen oder anderen Trick. Und jetzt legen wir los und dahin wie immer die Zutaten. Hier habe ich die Sache gerichtet, die man braucht, sicher, das ist nicht viel. Ein Wecker, eine Schüssel, da habe ich Joghurt schon rein, weil da war so viel Zeug drauf gestanden, das wollte ich nicht alles abkleben. Dann Salz, Pfeffer, Grillgewürz. Hier Reibe, dann ganz normaler Magerquark, 500 Gramm. Alufolie für die Kartoffel. Dann hier logischerweise die Kartoffel. Die Zwiebel, da brauchen wir nur die Hälfte. Eine halbe Salatgurk, drei Knoblauchzehe, ein Schneebesen. Dann einen Teller zum Anrichten und ein Brettel, um die Sache abzulegen. Und das war's schon. Jetzt legen wir los. Geht ratzfatz. Unser erster Schritt. Wir nehmen die Kartoffel. Logischerweise einen Deckel drauf. Sicher ist sicher. Normalerweise brauchst du nicht, aber man weiß ja nie. Einschalten. 1,2 Minuten. Und dann kannst du sie raus tun. So, fertig. So holen wir sie raus, bevor wir sie einpacken. Ich mache die immer ein bisschen nass mit Wasser. Einfach über den Wasserhahn. Dann packen wir die ein wie so Gutzel oder Bonbon. So tun wir die dann in den Backofen. 250 Grad. Und in der Zeit machen wir jetzt unser Tzatziki. Schäle erst die Gurk. Kann ich gerade so mit dem Messer grob. Ich lasse immer noch ein bisschen was Grünes drauf. Der Zwiebel hinten sowieso, weil das brauche ich zum Festhalten. Und noch ein bisschen weg. Wie gesagt, kann ruhig noch ein bisschen Grün drauf sein. Die haben wir ja abgewaschen. Wir hätten natürlich auch den Schäler nicht mehr kennen, wenn man gedenkt hätte. Aber das haben wir halt nicht. Dann schneide ich es in der Mitte durch. In der Mitte durch und mache ein bisschen keinen raus. Weil dann wird es so flüssig. Und das wollen wir nicht. Einfach so ein bisschen raus. Muss nicht alles draußen sein, Hauptsache das meiste ist weg. Dann unsere Zwiebel schneiden wir vorne weg. Dann einfach so ein bisschen 2-3 Mal. Die Oberschale, das machen wir weg. Jetzt ziehe ich es gerade so runter. Also wenn du mehrere Teile geschnitten hast, geht es halt einfacher. Gerade so lassen. Die Zwiebel lassen wir drauf, weil das nicht mehr zum Festhalten. Weil wir reiben die Zwiebel. Dann schälen wir unseren Knoblauch, wisst ihr ja, so ein bisschen hin und her zuppeln. Hier ist so, wie es knackt ist. Aber wenn du es drückst oder was, dann kann es passieren, dass der aufplatzt. Und dann nur lauter Brocken und das wollen wir auch nicht. Dann nehmen wir die feine Seite. Wir reiben auch den Knoblauch, gell? Also brauchst du nicht schneiden heute. Einfach so fein durchreiben. Da bleibt zwar immer ein kleiner Rest, aber das macht nichts. Deswegen haben wir ja drei große. Einfach so nein, reiben. Du kannst natürlich auch schneiden, aber da ist halt die Würfel hin. Also wie gesagt, ich mache das jetzt nur als Beispiel für dich. Du kannst natürlich auch 4 Knoblauch oder 5 nehmen. Oder kannst du auch den Knoblauch so essen. Mit. Dann legen wir das da oben hier. Dann nehmen wir die Gurk. Die reiben wir jetzt an. Dann haben wir den ganzen Knoblauch. So. Da haben wir den ganzen Knoblauch jetzt. Und die reiben wir grob. Dann die Zwiebel, die reiben wir halt da, da brauchen wir sie nicht würfeln und es ist feiner. Und immer zwischen rein, weil du machst dann praktisch mit der Gurk, machst dann die Reibe sauber. Ist so, weil Gurk auch schon mehr. Und den Zwiebel hinten nicht nehmen von der Gurk, weil da sind meistens Bitterstoffe drin. Dann fährst du einfach mit der Hand rein, machst den Knoblauch raus, die restliche Gurke ist, dann ist das alles in deinem Tzatziki. Dann nimmst du deinen Speisequark, fährst einfach mit dem Messerärmel außen rum, dann lässt er sich normalerweise. Fluppt er komplett rein, der Becher ist sauber. Dann hier ein bisschen Pfeffer. Salz, also musst halt gucken, so wie dir es am besten schmeckt, dann musst du halt probieren. Weil das kannst du immer noch im Nachhinein, wenn es gerührt hast, schneiden. Dann unser Grillgewürz, das gibt noch so einen Touch. Und noch so ein bisschen orientalische, griechische Note. So, siehst du, das war's schon. Jetzt wird es rumgerührt. Ist auch schon eine super Konsistenz. Nicht zu weich, nicht zu fest, bedingt durch das Joghurt. Kannst natürlich auch Sahne nehmen, aber wie gesagt, da hast du halt mehr Kalorien. Und ich finde es ein leichtes Gericht. Da die Pellkartoffel dazu oder unsere Foliekartoffel. Dann vielleicht noch ein Steak oder Frikadelle, Shibabchichi. Scheißegal, was du nehmen willst. Je nachdem nach deinem Geschmack. Schmeckt natürlich auch super zum Salat. Einfach so eine Foliekartoffel, den Quark drauf und so ein schöner gemischter Salat. Immer eine geile Idee. Schmecken wir es noch ab. Noch ein bisschen Salz rein. So
gesehen, wie schnell das geht. Ratzifatzi. Jetzt warten wir, dass die Kartoffel fertig ist. Dann nehmen wir unseren Teller. Und die Kartoffel raus. Bin fucking heiß. Du kannst aber Google hier einfach so reinfahren. Siehst du, die muss ganz leicht, muss das Messer reingehen, dann ist es super. Schau von der Konsistenz her. Seht ihr hier. Super, super lecker sieht die aus. Sie ist sehr heiß. Und dann macht er dann praktisch mit dem Löffel einfach so wie in der Gastro, einfach so zwei Löffel drauf. So sieht es dann aus. Da haben wir unseren Spezialfrosch. Der guckt immer zu. Dann machen wir hier noch ein bisschen was Grünes drauf. Also gerade so ein leichter Hauch. Und da habt ihr jetzt eine schöne leckere Folienkartoffel. Ihr könnt das natürlich auch als Pellkartoffel nehmen. Hier habe ich schon eine Pellkartoffel. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber die meisten wissen es. Das ist einfach nur eine geschälte Kartoffel, wo du gekocht hast im Wasser oder. Kannst du natürlich auch im Backofen machen, so wie die. Meine Oma hat immer Quellmänner dazu gesagt. Weißt du, die kannst du nachher schälen. Da hast du den Vorteil, du hast keine Schalen. Die kannst du natürlich auch jetzt in Folie einpacken, wenn du willst. Die schneidest du dann einmal durch, dass du sehr viel Quark drin hast in deiner Kartoffel. Und die meisten machen den Fehler einfach zu wenig. Dann einfach so schön drauf. Weißt du? Und dann machen wir Petersilie, nämlich halt gerade das. Ich habe jetzt kein anderes, muss ich erst im Garten holen. Weil das sieht auch ganz nett aus. Und du kannst dann ein geiles Steak dazu machen. Schönes Rumpsteak. Oder Frikadelle, Chivapchichi, Hähnchenkeule, scheißegal. Schmeckt alles super. Wie gesagt, so schnelle Nummer, immer geil. Dann wünsche ich dir viel Spaß beim Nachmachen. Und bis zum nächsten Mal, weil das esse ich jetzt. Dran denken, gesund bleiben. Werbung auch ein bisschen für mich machen, weil das kann ich noch gut gebrauchen. Ich bin erst am Anfang. Und ich wünsche dir gute Zeit. Bis zum nächsten Mal und schön, dass du dabei warst. Euer Bakerman is easy. Ja, noch ein Tipp, beziehungsweise habe ich ganz vergessen, vor lauter schnell und hottisch. Die Kartoffel tun wir deswegen in dem Mikro. 1,2 Minuten. Weil dann ist sie schneller gar. Hier brauchst du dann, für die haben wir jetzt 31 Minuten gebraucht. Wenn du die gleiche Größe an Kartoffel nur mit Over- und Unterhitzt bei 250 Grad, brauchst du ungefähr so 60 Minuten, bis die gar ist. Also wie gesagt, es reduziert sich extrem die Garzeit durch die Mikrowelle. Nur darfst du nicht zu lang reinmachen in der Mikrowelle, weil es schon eher ein Kartoffelbrei, weil die Kartoffel von innen raus kocht dann, und dann hast du dann nur Matsche. Aber so ist eine geile Kartoffel. Und wie gesagt, die wird auch jedem schmecken. Und was halt cool ist, du kannst bei Geburtstag oder was, machst halt nur 10 Kartoffeln, die machst alle da rein in dem Mikro, und dann die ist alle auf einmal, so wie es dein Mikro hergibt. Und dann kannst du die alle abschieben in den Ofen und die kannst du dann heiß halten oder kannst sie raus tun und den nächsten Morgen oder den nächsten Mittag einfach wieder rein tun. Ich sage immer so 20 Minuten bei 150 Grad, dann sind die wieder top heiß. Die sehen aus, wie wenn die gleich gemacht hätte. So, das war's jetzt. Dann wünsche ich dir viel Spaß beim Nachmachen. Und wie gesagt, Abo nicht vergessen, gesund bleiben, mich weiterempfehlen. Und eine gute Zeit. Euer Bakerman is easy.